Hallo und herzlich willkommen, verehrte Sportsfreunde. Wir sind heute hier, um ein wenig Baseball zu spielen mit MLB The Show 19, das exklusiv für die PlayStation 4 jetzt rausgekommen ist. Deswegen habe ich auch den Zeno heute hier bei mir, denn Zeno ist unser Baseball-Experte. Ich kenne mich zwar so ein bisschen mit den Regeln aus, aber du hast ja eine richtige Baseball-Vergangenheit. Richtig, ja? Richtig. Ich habe von der dritten Klasse bis zum Abitur habe ich straight durchgespielt. Geil. Neun Jahre. Wir wollen spielen, werden dabei Bierchen trinken und auch Hotdogs essen, die ich gerade hier vorbereite. Geil. Bierchen und Hotdogs passt ganz gut in so ein Baseballspiel. Dauert ja ziemlich lange. Ich hatte letztes Jahr das erste Mal das Glück, eins live zu sehen in L.A. Macht großen Spaß, wenn man da hockt, man schaut zu, immer wieder passiert mal was, ja. Dann jubelt man. Und ja, wir spielen jetzt zu zweit. Ich werde die Dodgers nehmen. Ich werde zu Hause spielen. Jo, mach das. Ich gehe Dodgers. Ganz nach dem Klischee, aber ich will einen ganz besonderen Spieler haben. Da sind sie. Die Yankees, perfekt. Ja. Hast ja auch das Trikot dazu. Richtig. An. Ne? Ich habe mir das Trikot vom Kuro geliehen, das ich schon mit Ketchup vollgesaut habe. Hammer, Hammer, so muss das. Und hier sehen wir jetzt die Stadien, die man auswählen kann. Und da muss ich jetzt gleich mal moppern hier bei MLB The Show. Denn das sieht hier so ganz geil aus teilweise, aber teilweise sieht es eben auch nicht geil aus. Zum Beispiel eben hier beim Dodger Stadium. Ja. Wenn man sich mal den Hintergrund da anschaut, da wo der Hügel ist und die Bäume und so, das sieht aus wie eine beschissene Fototapete. Der Hügel im Hintergrund ist einfach ein brauner Fleck. Ja, ja, auch nicht, ich meine nicht mal den Hügel ganz weit hinten, sondern da, wo diese Büsche so drauf sind. Das sieht grafisch echt beschissen aus. Und jetzt kann man hier sein Pitch-Repertoire festlegen, wie das kommen soll. Ich, ganz ehrlich, ich kenne mich da jetzt zu wenig aus. Was muss man denn schauen, was sind denn die guten Werte für einen Pitcher? Ich meine, overall, hier hat man zum Glück das gut zusammengefasst. Ja, aber was heißt hier Win-Loss und Error? Also Win-Loss bedeutet einfach die Zahl der Siege und die Zahl der verlorenen Spiele, die man geworfen hat. Dem, im Fall vom ersten, vom Walker Buehler, wären es 8 Siege und 5 verlorene Spiele. Okay. Und ERA ist quasi die Statistik, die Zahl der Innings, die man geworfen hat, im Verhältnis zu den Punkten, die man in diesen Innings erhalten hat. Also je weniger Punkte man im Ganzen in der Zeit kassiert hat, desto besser. Okay. Es ist, im Endeffekt ist es ja relativ simpel. Man schlägt und muss einmal ums Feld laufen. Ja. Und dann, wenn man einmal es geschafft hat, hat man einen Punkt gemacht. Man kann 3 Zwischenstops einlegen an Richtig. Den Bases sozusagen. Bases können nicht gedoppelt werden. Es kann immer nur ein Spieler drauf sein und das andere Team versucht, das zu verhindern. Genau. Indem es den Spieler entweder Strikeout macht, also dass er quasi 3 Bälle geworfen bekommt, die er nicht trifft. Das ist ein Out. Mhm. Und bei 3 Outs ist halt das andere Team dann beim Schlagen dran. Ja. Und es gibt noch ein paar Möglichkeiten im Feld dann einen auszuerzielen, zum Beispiel den Ball grundsätzlich aus der Luft zu fangen, nachdem er geschlagen wurde, ist immer eine Möglichkeit. Es geht hier, das ist schon los, ne? Ja. Okay, du fängst an, du bist pitchst. Ich bin der Pitcher, also ich bin der Werfer, du bist der Schläger. Genau. Jetzt sieht man hier gleich, ich habe eine Auswahl, 4-Seam Fastball, 2-Seam Fastball, Slider, Knuckle Curve, Cutter. Kannst du da so ein bisschen erklären, was ist? Ja, dafür habe ich mich hier sogar habe ich vorgesorgt, habe ich hier einen Ball. Ich war früher ja Pitcher, ich habe ein bisschen Ahnung von dem ganzen Zeug. Also die ersten beiden Sachen, die Fastballs, sind quasi die normalsten Würfe, die man werfen kann. Das sind einfach sehr, sehr schnelle Bälle. Genau, das sind die schnellen, geraden Bälle. Aber was ist der Unterschied zwischen 4-Seam und 2-Seam? Die nimmst du unterschiedlich. Ich kann das mal ganz kurz so, dass es gut möglich in der Kamera zu sehen ist. Die nimmst du, den 4-Seam Fastball, das ist auch die Art und Weise, wie die normalen Feldspieler werfen. Das geradeste und präziseste, was es gibt. 2-Seam Fastball nimmst du ein bisschen anders. Dann legst du die Finger nicht auf die Naht, dass du sie so abrollst, sondern so. Und soll dem Ball so einen leichten Drall nach außen geben, mehr oder weniger. Und dann haben wir noch einen Slider, der wird ganz anders geworfen. Der kriegt so, dass er, der wird zur Seite reingeworfen, mehr oder weniger. Also bekommt mit so einer, einen Seitenspin dann? Genau, bekommt einen Seitenspin. Und auch Knuckle Curve kommt wahrscheinlich ein Spin nach unten, genau, oder? Die sind ganz gemein, die nimmst du so. Die sind nämlich so gedacht und die wirfst du ohne jeden Einsatz des Handgelenks. Die sollen in der Luft, sollen die nicht, sich nicht drehen. Also normale Bälle drehen sich ja ganz schnell, wenn du sie wirfst. Und die nimmst du so und die sollen ohne Bewegung in der Luft auskommen und dadurch zittern die in der Luft. Okay, okay. Ich entscheide mich jetzt für etwas, ich werde es dir natürlich nicht sagen. Ja. Du wirst versuchen zu schlagen. Genau. Mach ich mal. Ich glaube, ich darf nicht in die blaue Zone. Ich mach mal. Und dann muss man diesen bumbernden Kreis, ne? Genau, muss richtig. Ich halt am besten. Wenn er ganz klein ist. Genau, richtig. Ja, das war jetzt ein guter Pitch. Mhm. Ja, das war ein Foul. Und jetzt gehst du nach Hause, mein Freund. Shit. Aber da geht mein Spieler hin, oder? Ja, das ist easy. Ja. Und das ist auch ein Out, weil ich habe den Ball direkt aus der Luft gefangen. Genau. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Also jetzt ist das erste Out geschafft. 2 weitere muss ich schaffen. Du hast keinen auf dem Base bekommen. Genau. Ja, just late. Dann fliegt der Ball natürlich nicht ganz so akkurat. Aber schön gefangen. Wo stand der denn jetzt? Ist ja interessant.
Sehr gut. Ich finde das total krass. Bei anderen Sportspielen muss man total viel machen und agiert sehr viel. Hier ist es sehr wenig. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass man so direkt die Spieler steuert mit Bewegung. Ja, ja, das kommt nur in ganz gewissen Stellen zum Einsatz. No, 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 don't do it. Oh shit, das ist ein Home Run! Scheiße. Ja, da hat man es gesehen, das ist der Home Run. Das ist quasi, wenn der Ball aus dem Stadion geschlagen wird. Und das heißt, ein Punkt für dich. Jo. Du führst da schon eins. Scheiße! Was ist denn hier los? Boah, so sollte das denn nicht laufen, ey. Das ist ein scheiß Pitcher, ey. Der kann nichts mit für eine Nulpe. Ich hasse dich, Zähne. Ich weiß. Barry Lanes, shit! Oh, den kriegst du. Ja, schön. Zack. Da musste ich jetzt quasi dann auswählen. Also der Ball ist vorher aufgekommen. Genau. Und dann hat man oben rechts gesehen, ne, da werden mir die Bases angezeigt und mit dem entsprechenden Knopfdruck schmeiße ich dann den Ball darüber. Willst du einen Hotdog, mein Freund? Ich würde gerne einen Hotdog nehmen, du. Da wäre ich schon dabei. Ja, ne? Dann guck mal hier. Machen wir mal machen, du. Gehört einfach dazu. Das stimmt. Ich habe diesen Sommer mein erstes Baseballspiel live gesehen. Schon geil. Und ich fand es einfach fantastisch. Warst du im Dodger Stadium, ne? Ich war im Dodger Stadium, ja. Cool. Bitte sehr. Dankeschön. Lass dir schmecken, ne? Dafür, dass du so ein gutes Inning spielst. Mach ich. Ich nenne ihn den Home Run. Ja. Das, was wir gerade spielen, ist übrigens, man spielt über 9 Innings, so lange geht ein Spiel. Jetzt, Ketchup auf der fucking Hose! Das Inning besteht aus jedem Team, das einmal zum Schlagen dran ist. Das ist dann ein komplettes Inning. Mhm. Und 9 davon gibt es am Ende, ja, steht dann hoffentlich der Sieger fest. So, ich gucke jetzt mal, ob ich mit einer Hand spielen kann. Pass auf. Ja, du kriegst das schon hin, ne? Ich mache jetzt eher einfach einen Home Run. Jo. Oh! Was zum... Lauf, lauf, lauf! Ich lass ihn... Nee, sonst ist er Base. Stehen. Scheiße. Also ein schöner Schlag. Da sieht man auch wieder den Berg da im Hintergrund. Das sieht scheiße aus. Sowas darf einfach nicht sein. Ey. Das ist nicht falsch. Nee, das stimmt schon. Der war... Da habe ich schon gemerkt, dass der zu weit rüber geht. Fun Fact, als der Pitcher, den ich gerade benutze, als ich noch aktiv gespielt habe, war das der schnellste Pitcher der Welt. Okay. Shit! Ja, das ist auch 98 jetzt im Durchschnitt, das ist schon nicht übel. Mann, ich will jetzt hier auch was. So. Fuck! das war ein Grund. Der bärtige Rotbart, ey. Scheiße. Jarr! Mann, jetzt geht nichts mehr. Jawohl. Ach, den hätte ich durchlassen müssen. Boah, ich hasse dich, Zähne. Ich weiß. Ich genieße das sehr. Ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie man Bases stealen kann, also dass ich meinen Läufer auf der zweiten Base losschicken kann. Bevor der Pitch gemacht wird, soweit ich weiß, glaube ich, L2 drücken. Okay. Fuck. Boys bei den Yankees kenne ich gar nicht mehr. Ich glaube, nur noch Brett Gardner habe ich gekannt von früher noch. Hast du nicht jemals den grandiosen Film Die Indianer von Cleveland gesehen? Na doch, natürlich. Fantastisch, ne? Wunderbar. Ich hasse dich, Zähne, so sehr, ey. Was ist das denn? Sweet. Mann, es läuft alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ey. Was ist mit dir los? Warum bist du da? Hast du meine Runner gerade nicht gesehen? What? Hast du gerade gestohlen? Ja, logen, Alter. Ich weiß ja nicht, wie ich dann da hinwerfe, das ist gemein. So wie du, glaube ich, auch zu den anderen Bases wirfst. Nein! Komm, geh! Out! Nein! I did it! Fuck! Darauf erstmal ein Prost. Ja, aber nein, ich will nicht mit dir posten! Aber wie kann ich dann zu meinen Bases werfen? Wenn der Ball beim Catcher angekommen ist, dann drückst du wie die Tasten hier, wie du auch sonst auf Bases werfen würdest, soweit ich weiß. Ja, aber ich nehme mit meinem Pitcher jetzt. Wie werfe ich auf die Bases? Das weiß ich ehrlich gesagt leider auch. Oh, du hast es gerade gemacht? Ja, wie hast du es gemacht? Manche Regeln sind nur für den Dreck. Boah, du Kleiner. Ich hasse mich so sehr, es kann doch nicht sein. Lauf! Lauf, du kleiner Scheißtyp! Schade. Hättest du schon laufen können. Aber es kann auch, halt auch nicht alles gut gehen.
Bin ich jetzt endlich dran? Die guten? Nee, immer noch nicht. Nee. Das sind zwei aus, glaube ich, oder? Nee, eins. Nee, nicht so. 5. Bleib mal schön da. Ja, okay, okay, dann bleib ich mal dran. Ja. Bam! Was hast du jetzt schon wieder genommen, Heinz? Ja, ich sollte da bleiben, wo ich bin. Und dann dachte ich, ja, dann bin ich mal da drüben. Ich hasse dich so sehr. Ich bin ein sehr, sehr dummer Mensch. Das ist nicht falsch, aber das... Ah, lauf, 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 nein! Nein! Oh. Was ist das denn rum? Was ist denn hier los? Das ist doch ein Out gewesen, das war doch das dritte Out. Ja, das war das zweite Aus. Das beschissenste Spiel ever, ey. Ich find's ganz cool eigentlich. Ja, ja, du findest es super, weil du hier gegen den dummen Pavian spielst, ey. Jetzt ist es schon wieder eine Scheiße hier, was hüpf halt, du blöder Typ. Meine Fresse, ey. Boah, bin ich sauer, ey. Boah, ich hasse dich. Echt, merke ich gar nicht. Lass mich in Ruhe. Meine Fresse, ich bin so wütend. Ich bin kurz davor, den fucking Controller zu schmettern. Mit einem Baseballschläger. Hängt da. Hab ich mitgebracht. Oh, 101 Miles per Hour. Ziemlich geile Scheiße. Ich geb dir gleich 101 Miles per Hour auf die Backen, ey. Ich kann nix. Sag nix. I said nothing. Ja, nein! Raus ist er. Das wär's gewesen! Das große Comeback! Oh! Oh! Das sieht grafisch schon echt teilweise ganz schön mies aus. Ja, so, also fürs Jahr 2019, die, ne? Die Dame da hinten in dem blauen Shirt ist ja auch ein bisschen so. Das sieht wiederum gut aus. Wobei der Clip da kommt. Das ist genau das. Ganz ehrlich, vor allem hinter den beiden saß noch eine, der noch mehr durchgeklippt ist. So, jetzt geht wieder nach Hause. Ja, komm, gib mir. Hit me, hit me. Oh, ich hasse mein Leben! Ich muss den Pitcher auswechseln, das ist eine Nulpe. Der kann nichts. Jo, bin ich deiner Meinung? Der kann nichts! Nein! Ich wollte den Base stealen und ich hab nicht gewusst wie und ich hab Knöpfe gedrückt! Aber der Gedanke mit dem Banden war gar nicht mal so schlecht? Nein, ich wollte nicht banden! Ich bin so wütend. Ich habe innerlich schon aufgegeben. Es fasst mich nicht voran. Very late. Warum rennt denn der falsche Typ dahin? Hold my beer, I can do this. Mann! Ich bin so enttäuscht von mir, von meinem ganzen Leben. Jegliche Entscheidung, die ich treffe, waren falsch. Das verstehe ich. Oh! Was ist? Was denn? Was lässt denn in den Ball fallen? Nee, sorry, was ist das für eine Scheiße? Ey, das war die völlig falsche Entscheidung. Aber ich habe gerade gesehen, das waren noch schon zwei Strikes. Warum hat der denn den Ball fallen lassen? Was für ein Arschloch, ey. Ich hab den gekauft, keine Sorge, es geht alles mit falschen Dingen zu. Ich bin so wütend. Ja, dann mach doch einen Homerun am besten! Fucking Grand Slam! Jetzt geht der Hotdog auch nicht auf! Boah, bin ich sauer, ey. Spielst echt nicht schlecht. Mhm, ich mag nicht mehr, ey. Ich hab gedacht, es wird ein cooler Tag. Ein bisschen Baseball spielen, Bild trinken. Es tut mir leid. Ich weiß, es liegt nur an mir, nicht an dir. Normalerweise passiert mir sowas nie. Du Honky Mart! Ich hab nicht gesehen, dass der Catcher ausgefällt war. Scheiße. Und jetzt, pass auf, er läuft jetzt in die andere Richtung. Jawoll. Nee, komm, ich ne. Ne?
Oh Mann! Ja, jetzt müssen wir auch zum Ende kommen. Was ihr gerade nicht gesehen habt, die letzten Innings. Ich habe noch gewonnen, 321 zu 11. Ich habe noch 30 Grand Slams geschlagen. Ja, das ist Major League Baseball, MLB The Show 19. Was ist denn dein Eindruck vom Spiel? Es ist ein sehr geiles Spiel, macht ultra viel Spaß. Ja. Und auch, gut? Ziemlich einfach. Ja, schön für dich. Ja. Toll, dass du es gut findest. Mach Bock. Wow. Cool. Ihr habt es gesehen, es gibt kleine grafische Mängel. Ansonsten, ja, es ist halt Baseball. Man muss schon was mit dem Sport anfangen können, damit man damit Spaß hat. Ich hasse Baseball ab jetzt. Ich mag das Spiel nicht. Auf Wiedersehen.